alle Zuschauer, ein spannendes Spiel und hoffentlich 3 Punkte für den ESC. Schiedsrichter der Begegnung ist Michael Reichel, seine beiden Assistenten Robert Winzner und Thomas Giesewalter. Ist er doch? Nein! Ich bin doch mit dem Vogel. Keine Beschwerden über den Schiedsrichter. Stimmt, das ist der. Oh. Nee. Stimmt, der Lars ist auch Schiedsrichter. Der ist bei Laugegast. Ich hab den ewig nicht gesehen, aber ich denke mal, das ist der, weil der passt das. So, Ihr träumt. Der kommt gut. Na, schade. Jawoll! Schade. Pyro-Show. Pyro-Duftshow. Schön. Hat er durchgelassen, hat er gesehen. Jawohl. Komm. Zumindest noch ein spannendes Spiel erstmal aus, die ersten 10 Minuten. Ich habe keine Mail.
Schön. Trotzdem gut gemacht. Oh, das ist gut. Entspannt, ruhig, ruhig. Oh, schade. Oh, sehr gut. Schon gut mit. Für uns. Ja. Ah, das sieht schon toll aus. Also so schlecht sieht es gar nicht aus, aber man muss was verwerten. Sei doch eine Runde. Was ist jetzt los? Achso, hier irgendwie Schiedsrichter beraten sich gerade.
Hey, was ist denn? Sieht ähnlich aus. Ach so, na okay, gut, warte. Schön. Voll. Aber dann auch
Nein! Laut geschrien, alle verschreckt. Muss nur einschießen. Kriegt noch zwei Chancen, dann geht das. Oh, waren jetzt schon zwei, drei Dinger dabei, wo er dann eigentlich mal rein muss. Aber komm. Das kann ich mal spielen. Ja. Nee, da war noch dran. Da war noch. Das war eine Ecke. Den Ecke. Ach, Loder. Hat er einfach so verrissen. Weil wir mal scheiße sind. Das ist ganz schlecht. Hätte auch einfach mal drin sein können. Auch in der Ecke. Was macht der hier? Anschlag mit Trinkflaschen oder? Dass der Gegentreffer drin war. Ja, echter Sonntagsschuss, ey, aus 30 Metern. Hm. Aber Torwart auch nie so. Ja, das meine ich, ja. Zu Recht. Was ist denn? Steht gut. So, jetzt. Ich glaube, auch mal auf meinen Kopf.
Schon ganz schön überlegen. Ich bin Ecke, komm. Jawohl, endlich. Schön. Raus! Raus!
Komm, komm, komm. Ui. Richtung gezeigt, ich sollte das. Sarah, ist das der von mir? Ich suche meinen zweiten. Ich finde den nicht. Ich hoffe, ich hoffe den. Ja, da kam jetzt den anderen rein, den er heute mitbringen. Vorsicht. Geh bitte weit weg. Mann! Thank you.
Bogenlampe. Bier. Was war ein Abseits oder was? Ja. Rosi, gehst du dann mal in die Kabine und sagst, hat es gestern Geburtstag, willst du ein Geschenk haben? Für jeden ein Geschenk. Ich sollte mal im Freien in der Mitte, in der Mitte, in der Halbzeit auf der Mitte gelernt. Eben. Wenn es das anders dabei ist. Was war das denn? Nix. Der Ball war zu rund. Schön. Danke, Losi. Na, nur aus Recht, das hätte er nicht gepfiffen. So, jetzt mal hier ein bisschen entspannt zielen und das Ding wieder in diese Pampa werfen. Wir müssen auch hinterrennen. Ich weiß nicht, was ich hier wollte. Eieiei. Es geht weiter. Ich
Also was das heute ist. Jawohl, jawohl! Schön. Ruhig. Kommt durch. Weil. Weil. 10 Yard Gewinn. Ach so, verdammt. Abseits, ne? Fallen gelassen. Komm, komm. Das macht doch Vorteil. Was? Wie? Come on.
Schön! So unsinnig. Mitte! Oh nein, oder? Was soll das denn? Hallo? Die Halbzeit. Ja, gibt es schon. Hm, schon gehört. Oh, ist das sinnlos. Mitte! Mensch. Es geht um nichts. Ist egal. Jetzt hier spielen. Jawohl. Das musst du auch jetzt auch nicht. Es geht halt raus, meine Fresse! Mal eine Karte abholen für den Scheiß oder was? Geht's, jawohl. Oh, schade. Nee, es ist schon eine Minute. Kategorie 1,5. Sportkraft 8. Ganz klar, und dann besser als
So, es geht weiter. In der Halbzeitpause gab es zwei Wechsel beim Dresdner SC. Neue Spiel mit der Macht, Nikolaus Kuhn. Und mit der Nummer 7, Frank Rittner. Was? Ja. Ah, ja, klar. Kurz anmachen? Kurz anmachen? Jetzt müssen wir auch später gehen. Das ist auch zu. Ich wusste. So, jetzt Tor, Rittner, oder? Wie ist das? Mit dem Singen. Der Jungs,
Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Schieß ein Tor für uns! Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Schieß ein Tor für uns! Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Vorwärts, Friedrichstädter Jungs! Das ist scheißegal. Oh, jetzt ist er drinne! Komm mal klar, hör mal hier. Nee? War doch niemals so der Linie, war der. Nur noch 10! Nee, das ist ja der Wurst. Vogeliku! 1, 2, 3. Was denkst du, oben rechts vorbei oder oben links vorbei? Geil. Auch mal wieder beim BSC. In die Mauer rein. Geisterspiel. Geisterspiel in der Friedrichstadt. Nein. Aus. Schön. Abseits.
Ran, Mensch! Dresdner Sportclub, ole! Dresdner Sportclub, ole! Dresdner Sportclub, ole! Jetzt einer auf Tor. Das war doch der erste Elfmeter, oder? Die haben den Bus organisiert, kamen mit 24 Leuten an und haben uns in Dresden mit 28 Leuten abgeholt. Und sind 42 Leute letzte Woche. Das war auch nicht bei uns erwartet. Ja, jawohl! Hinten rausbewegen. Ja, warte, 2-1. Was ist das für ein Problem? Ich könnte mich ja jemand anrufen. Das war blöderweise von vorne aus. Ich bin ja auf Handradio. Ich hab mal gelesen. Jetzt komm! Komm, rauf, 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 rauf! Auf, auf! Auf. Jawohl! Jawohl! In die Mitte! Schade. Auf Gott, gut gemacht! Komm jetzt, jawohl. Spiel ab. Was? Geschrieben, aber die Pfiffen gemacht. Das ist 3 Meter weiter weg vom Ball. Ah! Was passiert?
von der Lappen. Komm mal raus! Kam auf dem BSC und da irgendwie so viele Abstiege. Kam dann an, haben einen Bericht drüber geschrieben. Das erste Mal hat sich reingraben, also Flugzeug wurde endlich, hab ich es ja gesehen. Von Raummikro angesprochen. Das ist halt sofort sympathisch, ist erheblich. War doch gut gemacht. Ach so, jetzt hat er gesehen. Einmal mit der zweiten Aufgabe, Schade, aber schön gemacht. Let's go! Das war ein klarer Elfmeter. Hier kennt es gegen Tor los, weiter geht's. Chiri! Faul! Du bist doch blind! Chiri! Chiri!
Körper gegen den Ball. Foul! Schiri! Und die Karte ist Elfmeter! Schiri, lass zumindest ins Ecke! Am Tor vorbei geschossen, rot! Ich muss jetzt bei den Regeln! Hallo! Komm hier! Vielleicht auch noch im Weg stehen, ist so geil. Los! Schade. Immer fast ins Ziel. Der Mann mit der Trommel geht nach Hause. Wir haben zusammen vergessen, neue Spielende Nummer 13, Dominik Rüger. Wir machen nicht verrüstet. Über was? Über dich? Er hat recht, aber warum? Der Mann mit der Trommel geht nach Hause. Oh, Entschuldigung. Mindestens rot. Schiri, das war doch gar nicht! Sei dir die Scheiße! Schiri, du fallst für die falsche Mannschaft! Ey, es reicht doch, glaube ich, wirklich. Matthias, ich habe 2 Euro Eintritt gezahlt. Ich habe 4 bezahlt. Das ist richtig. Ja!
dazwischen! Jawohl! Sehr schön! Ich distanziere mich schon lange, ja, ja. So. Angehen! Oh, hey! Yeah!
sprechen wir nicht mal über das Liquid, weil Backgroundmenschen waren noch ohne. Keine Homophobie. Ich habe Jason vor, was du siehst. Das ist vielleicht schlucken wir aus und wächst dann noch irgendwie was rein. Er hat den Ball weggeschlagen da hinten. Ach so. Hä? Weiter, kriegst du! Was ist denn der Hamburger? Was zur Hölle? Du fahrst. Ist gut, ist auch. Sehr schön. Ich hab ja auch was für die Flaschen. Ich hab den Hamburger der Lösung gemacht. Weiter! Das ist so ein... Jawohl! Vor! Aufrechten! Ich hab ja auch im Bogen geschimpft. Ich hab, wie gesagt, noch den Wendel gekommen. Über 3, über 4. Da sind doch Unterschriften drauf. Da wollen wir aber heute. Früher konntest du lesen heute. Ich hab mal keinen Scanner. Da machst du das. Ich habe wie gesagt noch in 03:04 ab zum Mannschaftsfoto, was für ein Größen zu machen. Gib einfach einen Wimpel. Ich habe 20 Euro für den Wimpel gezahlt. Wenn das sogar erst 20 Euro gibt mit dem Wimpel, du Arschloch. Genau, die zweite Mannschaft von Mannschaft hat auch ein eigenes Foto gemacht. Dann haben sie gesagt, wir machen noch ein Foto mit dir. Das hab ich dann offiziell. Hey, deswegen ist für mich die zweite immer noch was anderes, wie es damals war. Was ich damals in der zweiten erlebt habe, ist damit, wie gesagt, immer bei uns dazu schauen. Immer noch. Der schubst. Aus! Ran an, Mann! Ronny! Oh, nee! Was ist denn du für eine Pfeife? Ab und zu mal kurz reden gegangen. Wie lange noch? 10 Minuten. Endlich sagst du immer was. Ich muss beim Spiel und dann kommt der Vater. Okay, Leute, hinaus. Ran! Jawohl, komm! Ja! Vor, ja! Weiter! Da! Auf! Und der Rülpe steht ja da. Auch halber Sprengel. Ich hab dann bloß irgendwann mal... Wie die Rostock-Fans, die mal nach Aalen gefahren sind, mit falschen Aalen ankamen. Bis Nordrhein-Westfalen, sondern nach Nordenburg. Was soll ich spinnen? Wir sind 10 Stunden mit dem Bus gefahren. Wir kamen am Rundenbahn an, Aalen, vorm Stadion, haben sie gewundert. Warum ist da kein Betrieb? Da hat uns jemand am Stadion gefragt.
Heute ist nicht. Aal mit Haar. Meine Frage, warum überhaupt, ist mir aber festgestellt, wo Presse Kiesberg erst hat, als wir die Fans in Sachsen Thüringen aufwerfen haben. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, das liegt bei Jena. Jetzt müssen wir mal hinfahren. Das ist immer der Vorteil. Lass mir prinzipiell bei sowas eine Kostel sagen. Dann ist er zumindest an der richtigen Gegend. Den musst du dir noch mal zweimal so vorstellen, wie wir uns denken. Und die Eintrittsbude, das war einfach nur ein ausgehöhlter Baucontainer, wo sie ein Fenster reingemeißelt haben. Du brauchst das aber nie brauchen, wo der Getränkestand war, weil in dem Alter hat man nichts. Aber eine geile Aktion, du hast hier so ein Bayern-Wert gedrückt, wie früher, wo wir mal zu Tränen gefahren sind. Hören wir jetzt mal mit. Siehe da, ich hab nur so ein Geld. Und jetzt auf! Okay, los! Schön! Ja, schön! Mann, hau doch auf die Kelle! Präsident, weil vorne zwei Streitverträge hinten noch. Jetzt komm. Vom Grillisch, der Vater, der ist mit dem Fahrrad dorthin gefahren, der wurde jetzt mal angefeuert, dass er auf den Fahrrad los! Genau, sonst assi. Bis ihr noch heult, weißt du? Rote Karte, aber für Klatsche, oder? Da kann man nochmal rot zeigen. Mensch, rein an die Murmel! Abseits! Hol das Ding hier! Alter! Abstoß! Herr Schiri, wie hast du das gesehen? Dein zeigt auch nicht rein. Alter, ich krieg ein Herzgas mal mit dem Scheiß. Frank, müsste der Level in alle Beine recht. Super! Genau so macht man das! Was?
mal durch die Bequem. Den Herren im Falten kann so. So ein Schwachsinn. Und zieht ja gleich ein Dynamo-Trikot ein! Ach, muss jetzt kommen, wa? Ich hab's vermisst. Spielstand ist der Laufwatsche 1 zu 2. Oh, auf! Torschütze, der Schiedsrichter! Torschütze, der Schiedsrichter! Der Schiri kriegt mindestens ein Essen. Schön! Rein, rein! Ohne Schiri habt ihr keine Chance. Ohne Schiri habt ihr keine Chance. Schiri! Ich glaube, drei Kisten frei, wir sind eins plus vier gleich. Hey! Probier die auch keine Emotionen. Handspiel! Rückpass! Er hat den Ball mit dem Fuß gespielt. Achso, ist er. Ja. Ran an die Murmel! Tschüss! Scheiße! Ja, kannst du vergessen! Ah, große Leistung! Ach, ist egal, ist abgehakt. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, neuer Spielstand, Bundesmeister 10, kommt der Nord Deutschland 1 zu 3. Handspiel. Ja, klar, ich bin gut gespielt. Ganz ehrlich. Alter, lass die Scheiße, du Penner! Sollt das Lametta jetzt noch! Abpfeifen! Abpfeifen, nee, ist die Situation. Was sollen wir so tun, du Spinner? Eingraben! Robert ist Peter Gagelmann. Ich wäre jetzt noch umgefallen. Das geht nochmal ins Tor. Pfeif ab, Mann! So eine Minute. Ich
Oh doch, auf dem Pfiff ist er wieder lebendig. Na, guck mal, der hat Heilungskräfte. Schön. Kann man nochmal abseits rein? Warte. Da waren noch 3 Meter Platz. War nicht. Also hat nur geschoben, ist egal, geht weiter, komm. So lächerlich ist das. Super, Siri! Welches Geld? Nur noch den halben Halber. Bleiben Sie zum Kopf bei hoch und nützt gleich Geld. Als Schwächste, was du siehst. So, jetzt. Ja, die Schau